Voll das Flostertrolling. Jeden Tag aufs Neue den Stein beschmücken mit gestern Feuer und heute Wasser. Ich habe es extra gemacht, dass das Wasser irgendwie nicht abfließt, dank dem Schwemmen. So, hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft auf dem Groovecraft-Server. Yes. Also, wir gehen zurück in unser Häuschen. Gehen aus dem Game-Mode raus. So, mal gut schauen, ob mein Level noch gut ist. 20. Hallo, geh weg. Geh weg. Danke. 20, ja. Ist immer noch gleich. 20 und ein bisschen, das habe ich nicht mehr noch gemerkt. So, wir müssen uns um die Tiere kümmern. Gehen wir mal zu den Schafen. Ah, da haben wir, glaube ich, keinen Weizen noch. Müssen wir ernten oder haben wir hier noch Weizen? Naja, nur Körner, okay. Nur Kerne. So, also. Anernten. So. Dann haben wir eigentlich genug Weizen. Die Kerne hier hin. Dann können wir nämlich den Rest Weizen auch hier oben hier in die Kiste tun. Mal kurz hier ein bisschen Bäume wegmachen. So. Ja, hier haben wir leider keine. Wir könnten uns eine Schere kurz für hier machen. So. Also kommt mal hier hin, ihr roten Schafe. Sudele. Und dann mal rot. Rote Wolle wegmachen. So. Also, wir brauchen Carpets. So, hier drüben. Geh mal weg, bitte. So, und zum Beispiel hier noch eins. Gut. Also, sammeln wir uns ein bisschen, sammeln wir ein paar Bäume ein. Damit. Sudele. Und hier auch noch. Sehr schön. Gut. Wollen wir jetzt diesen Baum? Nein, der. Da machen wir etwas Spezielles. Aber wir werden nochmals Dschungelbäume holen. Und werden weitere Bäume zum Abernten sammeln. Aber der ist so richtig groß und gut und schön. Den wollen wir behalten. Aber hier machen wir mal ein paar Bäume weg, weil wir schon ein bisschen Platz brauchen. Was könnten wir heute machen? Wir könnten heute noch ein bisschen die Gegend erkunden. Ja. Wir haben auf der einen Seite noch einen Dschungel. Den könnten wir besuchen. Ein paar Dschungelbäume sammeln. Ja. Das machen wir. So, dann haben wir die Bäume mal weggemacht. Dann können wir hier die Dschungelbäume setzen. Wie sieht's hier aus? Brauchen wir den Sand hier? Könnten wir nämlich jetzt ernten. Nein, den lassen wir noch. Wir könnten hier den Baum noch ernten. Fällen, sozusagen. Den hier auch. Irgendwie werden diese Blätter hier nicht umfallen. Okay, ein bisschen. Es geht einfach extrem lange. So, noch ein bisschen Birkenholz. Dann haben wir hier mal ein bisschen weniger Bäume, also es hat einfach viel zu viele Bäume in der Umgebung. Da können wir nicht uns ausbreiten und so weiter. Ich will aus der roten Wolle mal so eine Art Garage machen. Ja, rot ist jetzt nicht so gut für eine Garage. Aber ja,
Okay, Rot wäre am besten. Grün wäre ein bisschen besser oder so. Aber Rot für das Außending. Oder für das Dach. Weil eine Garage mit normalem Dach ist nicht so gut. Muss ich da noch schauen? Wir könnten eine Wand machen, ja. Machen wir mal eine Wand aus roter Wolle. Da muss ich schauen, wo wir denn das machen. Weil hier möchte ich gerne noch die das Gehege ein bisschen größer machen. Na, schauen wir mal. So, hier haben wir noch ein paar Bäume zu fällen. So. Ganz viele Bäume zu fällen. Wir haben so viel Holz jetzt. Das ist Wahnsinn. Oh. Wir haben unsere Axt kaputt gemacht. So, das reicht jetzt. Jetzt haben wir genug Holz. Wie viel haben wir? Ja, 2 Stück Holz. Und ein Sack Birkenholz. Da möchte ich gerne das hier rein tun. Das. Ja, die Blumen lassen wir draußen. Die nehmen wir mit. Und die Wolle machen wir hier rein, weil wir eben hier unten die Garage machen. Welche Farbe könnten die Schafe dann werden? Gelb ist nicht so interessant. Gelb sieht ein bisschen komisch aus. So, dann gehen wir nach oben. Tun die Hölzer mal hier rein. Da hätten wir Platz. Ich möchte gerne die Wurz in solchem Holz. So, hier und hier. Die Blumen machen wir hier hin. So, das hier. Dann machen wir das Glas raus. So, und alles andere machen wir hier rein. Gut. So, und die Saplings wieder hier rein. Gut. Also als erstes möchte ich gerne ich möchte gerne ein Ding machen. Hier die Leitern. Müssen wir gar nicht machen. Und hier unten kommt da polierter Granit hin. So, dann haben wir hier einen Weg nach unten. Möchte ich hier noch einen. Oh, der ist jetzt falsch platziert hier. Hier nehme ich noch eine Leiter. Dann kann ich die gleich aufbrauchen. So. Dann können wir nämlich hier rauf und dann hier rüber, wenn wir dann oben raus wollen. So. Dann möchte ich noch eine Kiste hier machen. Mit dem Stickholz und Schere. So, wie geht's euch? Was haben wir denn für Farbe? Was könnten wir für eine Farbe verwenden? Wir haben so wenig Farbe. Wir müssen schauen, was wir für Blumen haben. Ja, wir können es jetzt rot lassen, oder? Aber wir nehmen Farbe raus, runter, was wir da noch brauchen könnten. Das wäre hier das Grau, das Blau. Naja, Blau ist jetzt nicht so schön. Lila ist ja jetzt auch nicht so. Braun könnten wir noch machen, ja, aber wir haben hier keine braune Farbe oder Kakao. Ah, doch, hier haben wir. Die nehmen wir mal runter. Wir nehmen ein paar runter. 2, 2, 6, 7. Okay, dann machen wir mal 6.
Und welche Farbe noch? Grün wäre hier. Dann machen wir mal drei Kakteen, die auf Wüstenboden wächst. So. Dann machen wir das hier unten. Hier wäre schön. So. Da. Gut, dann wächst das hier. Dann hätten wir auch grüne Farbe. Und der Kakao möchte ich gerne auch anpflanzen, damit wir mehr haben. So. Den machen wir hier unten. Sehr schön. So, dann wächst das auch hier. Gut. Ich möchte ja gerne dann hier das Haus bauen. Da könnten wir noch fehlen, aber jetzt gehen wir mal auf Reisen. Wir gehen jetzt dorthin, wo der Dschungel ist, der große, und suchen dort mal, ja, da machen wir mal, fällen wir mal ein paar Dschungelbäume und suchen einen Dschungeltempel und dann mal schauen, was noch vonnöten wäre. Also, da wir hier Peaceful haben, können wir hier rennen, glaube ich. Sonst essen wir halt ein bisschen Sticks noch. Die Kühe, ja, haben wir vergessen zu maken, aber das ist nicht nötig. Jetzt, nicht zu maken, zu vermehren. Jo. Ich merke, meine Konzentration ist momentan nicht so gut. Tut mir leid, weil ich sehr viel Sport gemacht habe. Fitness, Handeltraining. Bin ich schon fast ein bisschen überfordert, hier momentan ein Part auf die Reihe zu kriegen, aber kein Problem für mich. Also, ich bin so frustresistent und so. Das ist kein Problem. Es ist einfach leider für euch nicht ganz so gute Qualität. Da das jetzt die normale Welt ist, werde ich hier natürlich kein Eisen abbauen, sonst hätte ich es jetzt abgebaut. Aber leider eben. Es ist so, die Welt muss noch schön sein für andere. Nehmt es immer als Beispiel für die anderen Minecrafter. Die möchten nicht immer eine abgebaute Welt haben, wo sie leben wollen. Deshalb ist das hier nicht die Farmwelt. Dafür gibt es die Farmwelt im Portal am Spawn. So. Es hat sich ein Let's Player gemeldet. Ich sage jetzt den Namen nicht. Ich weiß ihn auch, glaube ich, nicht genau. Aber Dankeschön, dass du Interesse am Server hast. Komm einfach mal online. Das Portal ist am Spawn. Gleich wenn du aus dem Haus kommst, aus dem Rathaus, gehst du links runter zum schwarzen Bretter. Und dann geht's westlich. Dort wo steht auf einem der Schilder in der Mitte. Steht westlich, und westlich ist dann ein brüchiges Haus mit Ziegeldach, und da drin ist das Portal. Dann gehst du rein und dann befindest du dich in einer anderen Welt wieder, und da gehst du ins erste links, dann ist das die normale Farmwelt, und da kannst du abfarmen, und eben wenn du Bewohner bist, kannst du auch in der normalen Welt dann etwas bauen und so weiter. Ich glaube, das geht auch mit freier User. Und eigentlich nicht abbauen könnten, weil sie noch nicht freigeschaltet wurden. Aber Floster, kannst du ihn anschreiben, der kann dich zum Bewohner machen. So. Und bei ihm kannst du dann auch fragen, wo ich mein Let's Play mache. Kannst in der Nähe dann, wo es nicht geschützt ist. Ich habe meine Umgebung ein bisschen geschützt, aber in der Nähe kannst du gerne auch ein eigenes Let's Play machen. Und kannst mich ja mal anschreiben auf YouTube oder wenn ich online bin, auch hier. Und da können wir zusammen aufnehmen und alles Mögliche. Ja, also einfach anschreiben. Egal wo. So. Oh, jetzt kommt mein Vater gerade. Ich weiß nicht, ob ich gerade kurz Ton, also
Nein. Okay, gut. Weil die reden mich immer an und das möchte ich nicht gerade aufnehmen. So. Wir haben irgendwo hier jetzt den Dschungel. Ich weiß es leider nicht. Ich kann auch nicht auf der Map nachschauen, weil ich keine Map installiert habe und die Dune Map momentan auch verbuggt ist. So, das müsste jetzt hier hinter der Bucht sein. Hier ist die RPG-Welt, das RPG-Dorf. Also jeder, der Bock hat mitzumachen, ich mache hier ein Dorf, da könnt ihr dann bauen. Das ist nämlich Region Info. Nein, hier ist es noch nicht gespeichert. Aber irgendwo ist es geschützt und da kann ich euch dann hinzufügen. Da, RPG. Das ist die Region, die ist gesichert. Und hier machen wir ein Dorf, wo jeder dann für die Rohstoffe sorgen muss. Also zum Beispiel der Bauarbeiter muss für die Häuser sorgen. Und ein Bauer muss für die Nahrung sorgen und so weiter. Also der Bauer muss das dann auch zur Mühle das Getreide liefern. Der Mühle muss das Getreide dann mahlen und nur das gemahlene Getreide, das halt einfach nicht hier ist, aber das können wir dann irgendwie machen, kann das dann zum Bäcker rüber schicken und der Bäcker macht dann aus dem Getreide Brot und so weiter. Dann gibt es zum Beispiel auch einer, der Getränke macht, indem er einfach Wasser in Fläschchen füllt und dann hat man eine Nahrung und dann kann er auch beim Alchemisten, also die Sachen, Getränke zum Alchemisten liefern und der Alchemisten macht aus Zucker und Nettowarzen dann Geschwindigkeitstränke, das wäre dann das Bier. Dann liefert der Alchemist das Bier dann, oder der Braumeister, Alchemist ist ein blöder Name, der Braumeister liefert dann das Bier zur Taverne und der Tavernemeister, also der Taverneninhaber, ja, wie soll ich sagen, was ist es? Ja, wie heißt jetzt der Beruf? Ja, einfach der von der Taverne wird dann das Bier auch den Bewohnern geben. So, hier haben wir den Dschungel. So. Gehen wir zum Dschungel, genau. Ja, der Dschungel habe ich noch nicht ganz erkundet. Das machen wir jetzt mal. Da gibt es sicher irgendwo eine Ruine. Bitte einfach eben die Ruinen nicht kaputt machen. Ihr dürft sie, also damit ihr die Kisten plündern könnt, die dürft ihr plündern. Könnt ihr ein paar Sachen kaputt machen, aber nicht alles kaputt machen. Weil es sollte ja ein bisschen dynamisch sein in der Welt, dass auch die Dschungeltempel noch stehen. So Dschungeltempel dürft ihr in der Farmwelt genug kaputt machen. So egal wie. Dürft ihr die kaputt schlagen und vernichten, verbrennen. Allgemein alles kaputt schlagen. So. Ja, in einer der nächsten Folge gibt es dann auch einmal eine Wassertempelerkundung. Wir müssen aber zuerst für Alchemie sorgen, dass wir Atemgetränke machen können und wir müssen uns wappnen gegen die Wächter. Aber dann werden wir mal so einen Tempel erkunden. Ist der nur so klein, der Dschungel, also in dieser Richtung? Auf eine andere Richtung ist er gigantisch groß, aber in dieser Richtung, das sieht mega schön aus. Also hier könnt ihr zum Beispiel auch bauen. Ich kann euch die Koordinaten kurz geben. Das sieht doch mal genial aus. Hier drauf irgendwie so ein Dschungelgarten oder so. So, hier sind die Koordinaten: minus 1600, minus 635 und 1259. Da oben in der Mitte links x, y, z sind die Koordinaten. So, wir gehen weiter.
Also hier könnte man wirklich auch ein Projekt machen. Mal schauen. Was ich noch machen möchte, vielleicht später ein zweites Let's Play Projekt, eine zweite Zeit. Ich möchte gerne ein Westerndorf machen, weil ich bin ein Western-Fan. Ich habe zum Beispiel Nobody geschaut von Terence Hill und Winnetou. Ich habe andere Western-Filme, wo ich den Namen leider nicht mehr so weiß. Früher war ich ein richtiger Western-Fan oder ein Holly, also so ein Cowboy-Filme-Fan. Das habe ich geliebt. Wir müssen hier irgendwo runterkommen. Zum Beispiel hier mal runterspringen. So. Wir erkunden noch ein bisschen weiter die Ding. Welches ist schon wieder die Renntaste, die Stück-Taste, die kann. Ich hab so Probleme mit der Stück-Taste zu drücken, weil ich relativ große Finger habe, vor allem der kleine Finger ist bei mir sehr groß. Da komme ich nicht so gut hin, ohne Krämpfe zu bekommen. Dann mache ich eigentlich mit Doppelklick R das Springen. Aber so momentan ist es gerade gut, weil ich auch ein bisschen entspannter bin im linken Finger, im kleinen Finger. Also wir haben hier nirgends einen Tempel, schade. Also gehen wir nach oben. Habe dir ein bisschen Wasser hingesetzt mit Schwämme. So, schade, dass man nicht doppelt Ding machen kann. Also man muss dreimal drücken. Doppelt dieses lachende Gesicht. So, hier haben wir einen Flower Forest. Plains, okay, aber hier hat's Flower Tulpen. Jo. Erkunden wir hier im Norden. Hier ist die Kulturwelt. Hier könnt ihr zum Beispiel ein Ding machen, aber ich gehe wahrscheinlich in den Süden. Da können wir auch kurz mal noch hingehen. Im Süden hat es die Fantasy-Welt, da wäre es vielleicht ein bisschen besser, weil Steampunk. Und Western ist eine geile Mischung. Da können wir auch mit Redstone arbeiten. Ja, vielleicht werden wir das noch machen, aber zuerst werden wir auf jeden Fall die Weltraumwelt besiedeln. Also, wenn ihr Wünsche habt, was ich machen soll mit Western und mit Steampunk, dann dürft ihr mir gerne die unten in die Kommentare schreiben. Ich wäre sehr, sehr glücklich, wenn ich ein paar Hilfestellungen hätte, was ich so machen könnte. Wir können eben beide auch zusammen, was ihr wollt. Also soll ich eher Western machen oder soll ich eher Weltraum machen? Eins von beiden dürft ihr auswählen auch. Und ich schau mal, was ihr wollt, und eins von beiden werden wir danach machen. Also, dann gehen wir mal in die Portalwelt mit Slash Home Portal. So, und dann müssen wir hier für Spiele. Ah, nein, wir müssen die Zeitzonen, genau. Wir müssen ja die Zeitzonen. Dann haben wir hier Zukunft und hier Fantasy. Dann gehen wir in die Fantasy-Welt. So. Also hier haben wir schon mal ein Schiff, Flugschiff, hier ein Hangar. Und jetzt suchen wir mal eine Wüste. Da hat jemand auch etwas gebaut, ein Haus. Okay. Wir suchen eine Wüste. Wir gehen mal Richtung Süden, weil wir ein bisschen weiter weg sein wollen. So, was mir noch aufgefallen ist, als ich dann noch nicht den Part aufgenommen habe. Unsere Rüstung ist bald kaputt. Wir sollten mal eine Diamantrüstung bauen und sie verzaubern. Aber dafür brauchen wir auch noch ein paar Levels. Also nächster Part werde ich mich um die Rüstung kümmern. In diesem Part werde ich noch erkunden. Ich mache gerne jetzt diesen Part noch ein bisschen größer, damit wir
eine Wüste finden. Genau hier in diese Richtung möchte ich gehen. Weil wo wir sind wir noch nicht genau in der Mitte. Ich möchte genau in die Mitte, in den Süden gehen. Am besten hier entlang. Da geht's runter. Da ist ein Sumpf. Ich brauche eine Wüste oder eine Savanne. Ja, ich freue mich wirklich, also das Projekt geht weiter. Ich dachte schon, es geht nicht weiter wegen dem Mod-Server. Aber der Server wird immer von Nilas bleiben. Und wenn Flosse mal nicht zahlen kann, den Server, werde ich ihn weiterzahlen. Ich werde ihm Flosser das Geld geben. Und ja, aber ich hoffe, dass Flosser weiterhin so viel Geld bekommt, weil der Server auch sehr teuer ist. Und ja, momentan sind recht viele manchmal on. Jetzt momentan sind nur wir zwei da, weil es schon recht am Abend ist. Also sind Leute meistens nicht so am Abend online, sondern am Nachmittag, aber das ist kein Problem. Weil halt die Leute auch am Abend irgendwas anderes machen oder schauen. Ja. So, schauen wir mal. Hier ist ein Birkenbiom, Birkenwald. Swampland ist hier. Das ist River. Und das ist Birch Forest, also Birkenwald. Gut. Da wäre jetzt nicht so gut, ein Western-Dorf zu bauen. Kennt ihr Red Dead Redemption? So etwas will ich bauen. Da hätte ich wirklich Lust dafür, darauf. Und das mit ein bisschen Fantasy zu kombinieren. Oder ja, vielleicht nicht ganz so viel Fantasy, eher so Redemption-artig, Krieg halt mit Banditen und so weiter. Ja, hier ist es leider ein bisschen schlecht. Ich weiß nicht, in welche Richtung die warmen Biome sind, aber hier sind eher die nicht so warmen Biome. Schade, müssen wir fast in diese Richtung gehen. Irgendwo finden wir schon eine. Ja, hier hat's Dark Oak Wood Forest. Keine Ahnung. Oh, sieht schön aus hier, hä? Oder könnten wir etwas anderes bauen? Was würde hier dann passen? Okay, da gerade hier nicht die bekannten Biome sind, werde ich das in den nächsten Part machen. Und ja, also, Dankeschön fürs Schauen dieses Partes. Der nächste kommt sogleich. Und ja, täglich sage ich mal jetzt, da ich auch wieder Bock habe. Und ja, also, auf Wiedersehen. Tschüssi.